Ihr spielt dabei dieses Mal zusammen, könnt euch dabei beliebig aufteilen, wer was wie macht. Und ich würde einfach mal sagen, ich decke auf und die Zeit fängt direkt an zu laufen. Wie ihr das, wie gesagt, organisiert untereinander, ist euch komplett überlassen. Wir können uns aber absprechen. Also Ihr könnt, ja, ihr ich sag könnt. zum Beispiel, ich gucke mir drei Items an, du guckst dir die drei Das ist Items möglich. an. Das ist Okay. möglich. Ich decke auf und dann gilt die Zeit. Alles Los. klar. Das merke ich mir, weil es orange ist. Welches? Also das Orange merke ich mir. Das Beste. Wir machen es nach Farben, oder? Ich würde sagen, nach der unteren Reihenfolge ist ich doch am mach einfachsten. ich mach die drei. Oder? Ja, genau, wir können auch die Reihenfolgen so nehmen. Ich nehme die beiden Herzflakons, so also die hier. Okay. Ich nehme die schwarze Tasche. Den Was ist hier. das da für ein Und Ding hier? den hier. Sind Gebrochen. Rollen. Ich will mir das beides merken. Also es ist einmal das hier und einmal das hier. Besonders offen. Nach Also ich habe die genau. drei. Ich würde diese drei mir merken. Ja, was hat Travigo genommen? Ich nehme die orange Flasche und was ist noch übrig? Die mit dem Die blauen, die hier. halb gefüllte? Ja, die ist noch über. Okay. Oh Gott. Und das hier und das hier sind jetzt Von noch der über. Flasche gibt es zwei. Also diese ist doppelt da. Die ist einmal Aber hier. wir müssen uns mit Sicherheit auch die Zustände merken, sonst wären sie ja Ja. nicht dabei. Na klar, habe ich auch schon gemacht. Okay, also Oder ich dann habe habe. ich. Hat jetzt schon jemand die hier? Nee. Nee. Dann nehme ich die noch, dann habe ich jetzt auch drei Sachen. Ich hatte das damals mit drei Spielern gespielt. Das war natürlich wesentlich schwieriger. Da hatte ich dann auch mit der Größe der Objekte gespielt, aber ich glaube, das ist in dem Fall auch richtig egal. Okay, haben wir alles vergeben? Ich habe diese drei Objekte. Hat jemand dieses? Ja, das habe ich. Das? Ja, habe ich. Das? Nehme ich. Das? Das hatte Ja, habe Travigo ich. doch. Das hat er auch. Habt ihr die Hat das jemand? Kerze? Oh Das ja, nehme ich die auch. Kerze. Okay, ja, Kerze nimmst du. Das habe ich. Das hab ich. Das habe ich. 2 Minuten Okay. sind um. Das muss dahin mit zwei Wunden. Ihr könnt auch mit Steuerung C, Steuerung V könnt ihr die ganzen Dinge auch kopieren, falls irgendwas fehlt, also wenn irgendwas doppelt muss oder dreifach. Zustand. Ich weiß natürlich nicht, was Stand. für ein Video hieß. Genau, ich muss gucken, wie trage ich dieses Schiffsrad ein als Zustand. Rechtsklick Ja, und ja. dann Zustand Verschiedenes. Okay, und das ist Sklave Steuermann. Ah, okay. Riechend, ja. Und die Kerze stand da. Nein, Wird das war nicht der wird richtige Zustand. nochmal ist ihr, genau. Hier fehlt der Schmetterling noch. Ja, das eine Golddingens hatte ich einen Schmetterling. Gold sag ich schon. Das rote hier. Ja. Frag mich aber nicht, wie das heißt. Also im Zustand. Tick-Tack, tick-Tack. Was ist denn Ich weiß nicht, was der der Schmetterling ist. Tropfen? Ikanria, ja, oder was weiß ich, wie das heißt. Ikanaria-Schmetterling. Der Tropfen ist blutend. Also verwundet, beziehungsweise schwer verwundet, meine ich. Genau, Wunde 1, 2, 3. Ja. Blutend. Genau. Meine drei sind ready. Sind eure auch alle ready? Meine sind ready. Warte, Gold, mein Gold fehlt noch. Das ist noch nicht Nee, fertig. Ich Doch. brauche noch was 1, mir. 2, Ich, also, 3. genau, Der was hat ist keinen nicht. Zustand. Aura? Aura. Okay, dann mache ich sie halt blau. warte, hier. Da stimmt doch was nicht. Genau, ich glaube, die Nostergastkugel. 30 Sekunden noch. Mir fehlt noch irgendein Symbol. Kann das sein? Also, ich erkenne es ja auch nicht wieder. Was ist das Auge? Blind oder Ja, wonach suchst du getrübt? denn? Äh, Ja, genau es, das. es war was Gekreuztes. Was ist mit dem? Das hat noch keinen Zustand. 10 Sekunden. Das hatte auch Das keinen. hatte keinen. Okay, gut. Aber das hier hat Das mit Ach Wunde, das stimmt so, nicht. okay, 3, nee, nee. 2, 1, 0. Gut. Dann seid ihr soweit fertig. Ich objektifiziere einfach mal eure Token als Objekte. Das heißt, ihr könnt sie nicht weiter herumspielen.
Und dann werden meine Objekte wieder aufgedeckt. Visible to players. Wir schauen einfach mal von oben nach unten. Dieser hier ist richtig. Blaue Aura. Das hier, keine Aura. Und Steuermann, richtig. Dieses hier, der Zustand ist richtig, aber die Aura fehlt, ist ein Fehler. Ich mache einfach mal gerade einen roten Strich. Einen roten Strich. Dann gehen wir weiter. Dieses hier, keine Aura und die Kanarie als Symbol, ist also richtig. Dieses hier ist richtig, es fehlt aber die Aura. Dann dieser hier hatte keine Aura, das Schloss ist richtig. Diesen hier... Da habe ich den Tropfen nicht gefunden. Ja, würde ich euch tatsächlich auch nicht als Fehler ankreiden, weil ich wusste, was du meinst. Der ist jetzt hier oft blutend, das ist aber keine Wunde. Also würde ich euch zugestehen. Aber die orange Aura fehlt. Ah, verdammt. Ist aber nur ein Fehler anstatt zwei. Dann gehen wir hier nach oben, da ist zwei Wunden drin und keine Aura, das ist richtig. Hier, der hier, da fehlt noch das der Zustand. Ja, habe ich verpeilt, dass man das mit Zustand machen muss, das Icon, da habe ich die ganze Zeit auf der Map gesucht. Ja, dann ist der grüne Trank fertig, der Herztrank ist richtig, auch mit Zustand, keine Aura. Dieser hier ist richtig, da fehlt aber die rote Aura, ist denn der fünfte Fehler? Yep. Dann dieser hier ist richtig mit Zustand, keine Aura, und dieser hier ist ohne Aura und Zustand ist auch richtig, sind 6 Fehler. Ja, könnte die Angler bestimmt auch nicht besser hin. Ich hab das mit der Aura voll verpeilt. Ja, Sam. Habt ihr alle verpeilt, es gibt keine einzige Aura. Doch, ich hab die zweite. Ah ja, gut, ja, ist richtig, das war aber geraten. Nee, ich wusste, dass es die blaue Aura hat. Ah, okay. Aber ich hatte vergessen, dass hier rum auch eine Aura war, weil am Anfang hieß es ja nicht, dass wir uns die Aura einprägen sollen, sondern nur den Zustand. Da war ja, alles. Also das Bild solltet ihr euch einprägen. Ja, monofossiert. Okay. Nächstes Spiel, letztes Spiel. Schauen wir mal. Und zwar sollt ihr euch bitte Steuerung F dieses Bild merken, beziehungsweise nicht nur merken, sondern ohne dass ihr sie anfasst, sollt ihr mir sagen, welches von diesen Symbolen auf den Platz 1 bis 16 gelegt wird. Also ihr habt jetzt wieder, ich gebe euch, ich glaube, wieder 2 Minuten Bedenkzeit und dann möchte ich hören, welches Bild auf welchen Platz gelegt wird. Ich hatte hier, wie gesagt, nochmal die 1 angelegt. Das ist 1, 2, 3, 4... Dann geht es weiter mit 5, 6, 7, 8 und so weiter bis Platz 16. Ohne dass ihr diese Bilder hier unten anfasst, möchte ich hören, was auf welchen Platz gelegt wird. Sind die hier in der richtigen Reihenfolge? Nein. Oder sind die schon durchmischt? Nein, das ist einfach nur zerschnitten in 16 Teile. Und ihr sollt mir bitte sagen, was liegt auf Platz 1 und was liegt auf Platz 2. Das hier ist 1. Ihr könnt die auch beschriften, einfach auf das Zeichenwerkzeug gehen und dann schreibt ihr da mit dem Zeichenwerkzeug 2. Na, 1 bis 16 dran. A, B, C, D, würde ich sagen. Könnt ihr auch machen. Durcheinander kommt. Mit dem Zeichenwerkzeug am besten, das genau. Ist das ist nur 2. Welches? So. Na super. Es ist nicht die 8, es ist die 2. So, das daneben. Das hier ist die 16. Das hier ist die 16. 3 sein. Ich komme mit dem Zeichenwerkzeug nicht klar. Dann ist das die 4. Ja, du kannst oben auf das T gehen und dann kannst du über das Textfeld kannst du dann die Sachen reinziehen. Ich glaube, das ist einfacher. Genau, kannst du dann auch einfach ziehen, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, kannst du dann hin und her ziehen. Ah ja. Dann ist das die 5. Dass die 5 ist. Dass du die 2... Nee, das kann nicht. Über 13 hast du da. Eben 13. Das, was du gezeigt hast, über 13? Über 13. Also nicht die 13 selber, sondern darüber. Die Zahl ist die 16, 13 minus 4 müsste die 9 sein, wa? Denn. Okay, 9. Ja. Ist das jetzt die 13 oder die 9? Die 9. Müsste das die 14 sein? Ich habe noch 20 Sekunden. Monster.
Dann ist das die 6. Ja, das. Nehmen wir an, das ist die 7. 5 Sekunden? Ja, links über 16 ist Stopp. Die. Okay, dann nehme ich einfach mal mein Objektwerkzeug und ihr sagt, die 1 ist das hier. Ziehen wir mal die 1 hier rüber und zwar ohne Snap to Grid. Ziehen wir mal rauf. Sieht ganz gut aus bisher. Naja. Irgendwie scheint das noch nicht ganz zu passen. Aber die Teile nicht richtig groß sind. Ja, das kann es auch sein. Ja, du hast recht. So, ich zieh mal die 1 hier rüber. Das ist die 1. Dann die 2. Wo ist die 2? Habt ihr nicht. Hier unten. Da unten. Ganz rechts unten. Dann auch ohne Snap to Grid. Wird da rangezogen. Sieht gut aus. Bei S hier. Ich mach gerade mal überall Snap to Grid weg. Oder die 3 war auch nicht richtig. Die 3 liegt ja, dann hier. Doch, 3 war richtig. Boah, das sieht falsch aus, aber das sieht auch im Bild falsch aus. Also ist okay. 4. Legen wir hier an. Okay. Die 5 liegt hier. Sieht okay aus. Die 6. Wo ist die 6? Da ist die 6. Das sieht gut aus. Die 7. Ist hier. Okay. Die 8. Hier. Die 9. 10 haben wir nicht. Die 9 sieht falsch die aus. Die 10 haben wir nicht. Dann machen wir nach der 10 weiter mit der 11. Die 11 sehe ich auch nicht. Die 12 sehe ich nicht. Die 13 haben wir erst. Liegt hier. Sieht seltsam aus. 13. Ja. 14 haben wir nicht. Links unten ist die 13, ganz unten links Ecke ist die. Nee, die 13 habe ich eben da weggenommen. Naja, aber die 13, die wir gemacht haben, ist eigentlich die 14. Ja. Die 14 haben wir nicht. Die 15 liegt dann hier und die 16 liegt hier. Das ist wiederum richtig. So, das sieht auf alle Fälle richtig aus. Dann fehlen, ich muss gerade mal schauen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und der ist falsch, sind auch wieder 5 Fehler. Richtig? Ja. Gut, 5 Fehler. Damit enden die Spiele. Und 5 Fehler ist okay. Aber das ist nicht der erste Platz. Naja, wir waren aber hier und hier fantastisch. Ja, das ist richtig. Also zwei Dinger bei der Stadt des Lichts finde ich schon richtig gut. Aber also das ist besser als die Angler. Besser als die Angler, aber nicht besser als Saltatio Mortis. Damit ist ein Teilsieg. Ist ein Teilsieg, ja, ist ein guter Teilsieg. Warum haben wir den nicht sabotiert? Ja, sabotieren, Falschspiel oder sowas. Ja, Midas war auch so. Midas war auch ziemlich schnell bei der Laufband-Variante. Aber 10 Fehler. Das reicht nicht zum Baron. Gut, damit verliert Midas auf alle Fälle seine 12 Dukaten, die er im Vorfeld eingesetzt hat. Das ist nicht schlimm. Und ihr könnt euch nach allerlei Jux und Dollerei wieder in dem Bierzelt treffen. Leute, verzagt nicht, wir haben die Angler geschlagen und die Kinder auch. Also im übertragenen Sinn. Wenn du willst, können wir die Angler nochmal richtig schlagen. Also ich denke nicht, dass das notwendig ist, außer sie tragen sich für irgendwelchen Wettstreit noch ein. Guter Wenn Punkt. Wir diese unangenehmen Gesellen nicht einfach vergessen. Also ich finde, ein zweiter Platz ist gut gekämpft. Ja, derweil kommt der Hauptmann Parinov von Perz auf euch zu und nickt euch dann mit einem Bier in der Hand zu, setzt sich dann dazu. Ich hoffe, ich darf mich dazu setzen. Gott. Also verschwindlich. Freut mich, dass ihr jetzt angekommen seid in eurer Baronie und zahlreiche Heldentaten, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ein Corvinstein wart, neben den anderen Helden und in seinen Preiodern habt ihr wohl gewirkt. Ja. Gute Sachen. Richtig. Wir haben schon einiges erlebt und ich muss sagen, also
Ich weiß nicht, ob ihr an diesem Wettstreit teilgenommen habt. Es hat schon vieles der Wahrheit entsprochen. Ja. Nee, habe ich nicht. Da hatte ich keine Zeit zu. Verzeiht mir, dass ich euer Leben nicht nachvollziehen konnte, aber ich werde mir das nochmal von der Junkerin anhören, wenn sie dann auch hier die Zeit hat. Aber naja, ich habe mich darum gekümmert, dass hier nichts passiert. Die Baronie ist ja noch nicht befriedet, ne? Müsst ihr aufpassen. Wir haben ja auch unsere kleinen Unholde. Welche Unholde sind denn am größten? Naja, also zum einen gibt es da die Giftpfeilpetter, die nennen wir so. Ziemlich unansehnliche, so eine Wilderin, die ungewaschen ist. Die sitzt in den westlichen Wäldern und jagt da. Vor allem in Richtung angrenzende Baronie Werfelde. Ziemlich verschlagen, aber jagt mit Fallen und auch mit Gift. Weiß nicht, ob sie eine Frevelerin wie der Firun ist, aber die ist zumindest, die konnte sich der Gefangennahme bisher widersetzen. Die läuft hier noch in den Wäldern rum. Da können sich dann richtige Helden drum kümmern. Oder wir haben eine Kuriosität, den Kaiser von Perz, so nennt er sich. Das ist wohl ein ehemaliger Offizier von der Reichsarmee. Delian von Streitzig heißt er, aus dem jüngeren Haus. Und der hat sich wohl selber mit einem Krönungsmantel aus Waldlöwenfell hat er sich wohl zum Kaiser von Perz ernannt. Er hat so ein paar Freischärler um sich gesammelt, um von Perz aus das Reich neu zu gründen und zu erneuern. Was für eine Anmaßung. Tja, der kämpft sogar gegen die falschen Kaiserlichen, also den Marschall Ludolf, der sitzt im Süden von hier und versucht dann weiter vorzudringen. Selbst gegen die streitet er. Hat wohl die Endzeit ausgerufen und tja, selbst die Berichte über die Kaiserin tut er als Lügengebilde ab. Oder gegen die Eptarchen. Also kämpft gegen alle und gehen. Nun, ein Mann, der blind um sich schlägt. Ich denke, wir müssen uns schnell um das kümmern. Perz ist immerhin eine wichtige Stadt, so eine Reichsstraße. Oh ja, in der Tat. Tja, denn da haben wir noch den Finstermann, früher als düstere Legende, aber wir hören immer mal wieder, dass er tatsächlich wohl die Dergelmunde angreift. Gerade wohl in der Nähe von der alten Lustruine soll er wohl gesehen sollen. Also auf deiner Seite bei Randolfsall. Also Schloss Randolfsall. Was meint ihr mit Lustruine? Das klingt ja schauerlich. Eine Lustruine ist etwas, wo man Lust wandeln kann. Wow. Naja, also Travia an allen Ehren, aber ich möchte nicht schlecht über den alten Baron sprechen. Oder die alten Barone, Plural, waren ja beide befreundet. Wie echte Männer es eben so sind. Also, ja, das klingt alles grauenvoll, aber das heißt, es gibt genug zu tun. Ja, ich bin ja noch nicht am Ende, also es gibt ja noch die Waldlöwen von Leomar von Berg, die sind wohl auch in Richtung Süden jetzt über die Dergel übergesetzt und haben jetzt ihre Seltnerverstecke überall vor allem im Markenforst. Und dann haben wir noch einen verderbten Humus-Elementar, der wohl vom Magnum Opus des Weltenbrandes übrig geblieben ist. Der sitzt wohl im Olkusmoor. Also, der Volksmund, die Leute nennen es nur einfach nur das Sumpfding. Bedroht dann vor allem die Torfstecher und die Reisenden. Also da haben wir auch noch einiges zu tun. Nun, ich denke, um die Söldner von Leomar müssen wir uns vorerst weniger Gedanken machen. Aber dieses Finstermann-Gewäsch klingt in der Tat bedrohlich. Es klingt alles bedrohlich. Wir müssen uns für eine Aufgabe entscheiden. Tja, und wie gesagt, es gab noch einige Gerüchte um die Ruinen von Perz und Corvinstein, aber das habt ihr ja schon gemacht. Ne, da saß ja der untote Drache drin und hatte mit seinem Drachenfeuer gewütet. Finstere Magie und sowas. Und die Geister, die da wohl umgingen, die habt ihr ja vertrieben, hab ich gehört. Das war eine gute Arbeit. Ja. Genau, wir sollten auf jeden Fall hingehen und wie gesagt, was wir mit dieser Ruine machen, und da sind wir auch schon am Plan. Tja, also viel zu tun. Solltet ihr dann irgendwann das Turnier für beendet erklären und dann könnt ihr euch nochmal umsehen. Könnt natürlich auch weiter in die Wildermark ziehen und dann Berla befreien oder irgendwas anderes tun. Oder hier Schloss Sündenhardt oder Burg Sündenhardt. Das soll jetzt ja wohl auch von den Dergeleien belagert sein. Also ihr habt allerhand zu tun. Aber mit dem Ganzen hier als
mit dem Dergelheim als Ausgangspunkt habt ihr einige gute Karten so. Ich kann ja auch mal mit, erinnert euch vielleicht noch, in Teif war das, glaube ich, wo Purothea Schlangtochter ihre Art Söldner-Abenteurer-Taverne hatte? Ich kann ja da mal hingehen und fragen, ob es vielleicht ein paar weitere Helden gibt, die hier aufräumen wollen. Ja, für vieles kann ich natürlich auch mich kümmern. Also, das klingt besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich müsste irgendwelche Zwiste, Streite beenden zwischen irgendwelchen Bauern oder sowas. Aber das klingt ja nach Abenteuer. Das mit dem Zwiste beilegen müsst ihr selbstverständlich auch. Ja, wirklich? Natürlich. Aber wenn ihr wollt, werde ich das gerne für euch übernehmen. Also wir sollen wohl auch noch irgendwo andere Helden rumlaufen. Ein gewisser Kasim und ein Tau, das ist so ein Schwarzer. Und ein Elf, so ein Mendarion, der hier irgendwo rumläuft. Keine Ahnung, Perjin, der hier rumläuft. Also allerlei Heldengestalten aus den letzten paar Wochen und Monaten, die hier irgendwo auf dem Turnier zu finden sind. Ich weiß nicht, wo die rumlaufen, aber die kann man sicherlich auch anwerben für sowas. Jo, die kenne ich ja. Richtig gute Leute. Kenne ich ja alle, die kann ich ja für sorgen. Das sind alles vortreffliche Helden und ich bin mir sicher, denen kann man auch die ein oder andere Aufgabe überlassen. Tja. Dann liegt es also an mir, das Turnier für beendet zu erklären. Also ist es denn schon soweit? Nein, ihr müsst noch das Lanzenreiten bestehen. Ach, das hätte ich fast verdrängt. Sorgt euch nicht, ihr seid ein herausragender Lanzenreiter. Wann wäre das denn soweit? Ja, also morgen haben wir auch noch ein paar. Da würden dann das Finale wird dann ausgetragen von den vom Zweihand- und Bogenschießen. Und der Zweikampf mit Schwert und Schild wird da ebenso ausgetragen. Also das ist wie gesagt dann das Finale. Die haben heute schon den ganzen Tag über gekämpft und da sind dann die Besten. Und heute Abend geht's dann mit dem Bestech los, also in ein paar Augenblicken dann wohl. Ist natürlich aber am besten, wenn es ein paar Fackeln gibt, die da so aufgestellt werden, so am Wegesrand, ne? Das ist dann besonders eindrucksvoll für die ganzen Bauern. Oh ja. Ja, Travigor, dann zeig's dir mal diesen Ritterkönig, was du so drauf hast. Den holst du sicher vom Pferd. Naja, also, ich meine, mitmachen zählt doch auch schon als Teilsieg. Jetzt stellt euer Licht doch nicht unter den Scheffel, ihr seid ein herausragender Turnierreiter. Ja, hab Dank. Und eure Untertanen wissen das auch. Und ist auch gar keine Schande zu verlieren. Manchmal sind die anderen einfach besser. Aber in dem Fall wird Travigor sicherlich gewinnen. Ich bin der festen Überzeugung. Also ihr seid bestimmt der beste Turnierreiter, mit dem ich je am Tisch gesessen habe. Ihr selbst Haldan sagt das. Also macht euch keine Sorgen. Ihr geht da raus. Vorsicht, Freunde, ich bin empfindlich gegenüber Komplimente, aber macht ruhig weiter. Ihr geht da raus und besiegt diesen Ritterkönig und danach seid ihr der uneingeschränkte Favorit. Selbst wenn ihr nicht siegen solltet, es geht um eure Haltung, euren Stolz. Zeigt ihn. Schon eine große Ehre, wenn man gegen den Ritterkönig geritten ist. Selbst wenn man verliert. Na dann kann ja nichts schief gehen. Kämpft im Namen der Zwölfgötter. Ah, ja. Ich bin schon ganz froh, wenn dieser Hugo von Mühling weg ist. Er hat in den letzten paar Wochen und Monaten hat er schon einige Leute tot geritten. Zum Glück nicht in dieser Baronie, sondern nur im Süden von ihr. Was meint ihr mit tot geritten? Ja, er mit seiner Lanze, die goldene Lanze oder was auch immer er da anführt. Da hat er eine ganze Menge an ich sag mal, Unschuldigen, ne? Ich will mich jetzt nicht gegen die Obrigkeit auflehnen, aber die Gerüchte, die man so hört, die scheint da wohl zu bestätigen. Ziemlich ruppig. Oh je. Ja, ich merke schon, es ist eine Menge zu tun. Ich meine, die meisten von diesen Kriegsfürsten sind ja nicht wirklich von der Kaiserin Gnaden eingesetzt, so wie ich das mitbekommen habe.
Naja, also er ist der Marschall von Gerätien. Das heißt, er ist schon früher der offizielle Vertreter. Aber wie gesagt, harter Hund. Ist das nicht der, den man den blutigen Ugo nennt? Ja, das ist der. Ah, ja, wunderbarer Kerl. Gut, aber wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr aufbrechen. Also wenn ihr jetzt noch Lanzen reiten wollt oder wenn ihr noch eigentliche Schwertkämpfe ausfechten wollt, dann, ich glaube, die Richter sind noch da, dann könnt ihr gehen. Nun, ich denke, ich werde die Bevölkerung noch etwas von den Qualitäten von Travigor überzeugen, bevor es dann zum Gestech kommt. Ja, nicht zu hoch stapeln, bitte. Also, Nein, ihr kennt mich, ich bin ein Diskreter. Vor dem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Ich habe übrigens gehört, dass ihr gegen Saltatio Mortis verloren habt, das tut mir leid. Aber gegen die Angler gewonnen. Was denn für Angler? Die... Es waren unsere Feinde. Angler von Dergel oder so, wie auch immer die sich genannt haben. Ja, okay, kenne ich nicht. Ich hatte jetzt nur gesehen, dass Saltatio Mortis auf dem Platz 1 war. Die sind zumindest sehr lustig. Das mag sein. Gut, dann trink noch aus. Ich mache mich wieder auf, ne? Gute Wache und ach, so. Danke. Gute Arbeit übrigens. Vortreffliches Turnier bis jetzt. Ja, vor allem der Junkerin zuzuschreiben. Nicht mir. Ich passe hier nur auf und organisiere die Wache. Rondra mit euch. Ist ja noch nichts passiert. Von daher, sehr gut. Geht er wieder ab. Ja. Und Ardo, was sagst du, während Avigor seinen Lanzgang bestreitet, wollen wir einen Schwertkampf ausfechten? Ich dachte, es wäre eher ein Bierduell, aber Schwertkampf klingt auch gut. Und danach Bier? Schwertkampf mit jeweils einem Bier in der Hand. Also mit einer Hand, okay, gerne. Ich meine, wir führen doch dieselbe Waffe. Guter Punkt. Mit denselben Einschränkungen. Und für mich ist das nicht so schwer für eine Hand. Wie sieht es bei dir aus? Und man hat nur gewonnen, wenn man am Ende noch steht, das Bier ausgetrunken hat und den Gegner bezwungen. Gut. Das klingt nach guten Regeln. Und der Verlierer gibt dem anderen und sich selbst ein Bier aus. Ja, von mir aus. Ich meine, ein Bier sind längst keine Maßstäbe mehr, die ich anwende. Sehr gut.